Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen und zwar zu einem Gameplay mal wieder und zwar gibt es heute Pike Midlane. Ich muss ja aktuell sagen, ich weiß nicht wie viel Pike ihr schon um die Ohren und Nase kriegt, aber ich denke mal es wird nicht Pike Midlane sein, das was ihr bekommt. Pike Midlane ist eher ein Exot, den ich nicht empfehlen würde, aber ich muss einfach sagen, dieser Champion macht mir unglaublich viel Spaß, also das Riot wirklich, wirklich was Gutes gelungen, ne? Ich liebe Pike gerade. Macht unendlich viel Bock, diesen Champion zu spielen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich würde sagen, er ist in der Midlane nicht wirklich gut. Ich würde es nicht empfehlen. Wobei ich schon jemanden gesehen habe, der auf der Toplane ziemlich gut mit Pike gespielt hat. Also auch Rank Games. Das hier ist natürlich auch ein Rank Game. Ja, ich sag mal so, ich glaube, seine Base Damages sind echt ganz okay. Weil das Problem ist das Pushen. Pushen ist wirklich ein heftiges Problem. Aber ihr seht, es macht Schaden. Ich meine, sie hat jetzt viel Minion-Damage abbekommen. Aber das ist schon ganz okay. Na, wir gehen mal schnell zurück. Das ist immer ein bisschen nervig. Aber, glaube ich, einer der guten Punkte von Pike auf der Lane. Der Gegner macht effektiv wenig Schaden an dir. Sie ist halb tot schon. Gut. Gut, ne? Sie hat auch Ignite mit. Das heißt, potenziell, ne? Potenziell könnte man da was machen gleich später. Am liebsten benutze ich das Q immer in Kurzklick-Version. Ist deutlich einfach zu treffen in der Lane. Und gibt natürlich auch so einen gewissen Push-Effekt. Denn das Pushen mit Pike ist wirklich unglaublich schwer. Und scheiß, Alter, die ist ja gleich tot. Was hat die denn bitte gemacht? Ich meine, ich sterbe auch gerade, aber holy shit. Wir können sie eventuell wirklich gleich umbringen. Wobei ich auch echt gucken muss, dass ich hier nicht gleich sterbe. Das wäre nämlich nicht gut. Wir heilen uns mal, guckt hier, das ist immer echt ganz nett. Wir gehen zurück. Zack. Sind wir wieder fast voll. Na, das ist unglaublich gut. Wir können, wenn sie gleich mal ihre Q benutzt, dann gehen wir mal drauf und dann gucken wir mal. Am besten wäre, wenn ich vorher Level 3 werde, aber... Ja, manchmal ist das Leben hart und unfair. Am besten wäre, wenn ich sie grabben könnte, aber das ist wirklich schwierig. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Eins. Nehmen wir mal die Kanone mit. Danke. Also hätte ich Ari bekommen, wäre das auch nicht verkehrt gewesen, aber die Kanone ist natürlich auch nicht schlecht. Das Gute ist, ich glaube, für Pike kann man unglaublich gut ganken. Wenn ich tatsächlich einen Gank bekommen sollte, kann ich da schön mit meinen Spells rein, kann schön assisten. Das ist definitiv nicht verkehrt. Auch wenn wir jetzt direkt nicht einen Kill machen sollten. Na, ich meine, wir kriegen vielleicht irgendwann noch. Na, wir warten mal ab, wie das Ganze läuft. Aber Pike scaled ja auch ganz gut ins Game eigentlich rein, so mit seiner Ultimate. Vor allem, wenn man ihn auf AD baut. Da kann man nicht selten die Person, die Gegner mal mit der Hälfte der AP wegulten. Ein bisschen nervig ist das schon hier, ne? Vielleicht, Ich engage wirklich oft auf die Gegner, auch mit Pike Midlane, aber jetzt gerade, das bietet sich einfach nicht an, weil viel zu viele Minions da sind. Wir müssen, und jetzt ist natürlich auch das Problem, wir müssen hier zurück, um HP aufzubauen. Verlieren jetzt eventuell ein bisschen XP, oder zumindest Minions, aber wir werden das jetzt nutzen. Ich hätte nicht flashen müssen, ich weiß nicht, warum ich es getan habe, aber Falkenauge könnt ihr mich nennen. Ich habe die Situation genommen, gesehen und genommen. Ich sah und dann nahmte ich und dann geflashte ich. Na, es ist okay, kann man mitleben. Ist okay. Die nehmen wir mal mit, zack, grazie. Wir müssen, wie gesagt, auf jeden Fall gucken, dass wir Tiamat kriegen, weil der Wave Key ist komplett horrible. Der ist komplett, geht gar nicht. Außerdem kriegen wir dadurch ein bisschen Health Regeneration, das ist ganz nett, kann man mit leben. Ist okay, sag ich mal. So, das haben wir fertig, das ist cool. Kaufen uns nochmal ein Control Ward. Das ist Lego. Ich bin auch gerade am überlegen, was ich mal wieder für Trollbuilds rausfahren könnte. Könnt ihr mal, falls ihr eine coole Idee habt, könnt ihr mal gerne droppen. Ne, ich bin gerade ein bisschen ideenlos. Ich wollte gerade kreationslos sagen. Ne, ein bisschen ideenlos. Aber wenn ihr eine coole Idee habt, ne, vor allem darum, vor allem vielleicht auch mit den neuen Items. Sprich Essence Reaver oder Storm Razor. Können wir gerne mal ausprobieren. Ne? Like den Kommentar einfach mal auf, wo ihr sagt, ja, das ist eine geile Idee. Wir können jetzt, glaube ich, extrem aggressiv spielen. Sie muss eigentlich so ein bisschen pushen, das wäre nicht schlecht. Wir warden mal hier. Ne? Oh, gutes Ward. Nice. Not bad. Ein Fisch. Nein. Schade, Marmelade. Na, auch da hinten, das Farm da, wenn ich da hingehe, dann bin ich halt einfach gerippt. Ne? Das ist echt. Lol, der ist Level 3. Den würde ich mir sogar nehmen. Ah, okay, jetzt ist er Level 4. Aber er klaut XP von Ari. Ne? Das ist natürlich. Das ist für Lucian jetzt wirklich gut. Aber für Ari selbst ist das schlecht, weil. Potenziell könnte ich vor ihr Level 6 werden. Halt nur potenziell, weil. Ah, komm, komm! Ah, schade.
Ja, ich bin voll Level. Naja, okay, wir sind gleich. Also nur potenziell meinte ich, weil ich halt noch viele Minions clearen musste. Ja, ist das okay? Es ist schade, dass wir da gestorben sind. Dass Lucian halt direkt um die Ecke kam. Ich hätte ihn sogar sehen müssen, aber. Na gut, ich glaube, ich war dann schon super deep drin, ne? Das ist immer so ein bisschen die Tunnelvision. Das ist ja auch jetzt nicht so schlimm, ist ja jetzt kein Ultra-Triad-Game. Das ist eher so ein Fun-Game. Wie gesagt, ich würde Pike niemals in den Midlane empfehlen. Ich glaube zwar, dass es geht, aber empfehlen würde ich es nicht. Ist so ähnlich wie Rakan Midlane. Ich habe auch schon Leute gesehen, die mit Rakan Midlane komplett rasieren. Aber schwierige, schwierige Kiste. Schwierige, schwierige Kiste. So, wir können aber mal gucken. Wir haben Ultimate. Ob man vielleicht irgendwo auf der Map was machen kann. Zuerst sind wir ein bisschen mau. Kommen wir nicht vorbei. Oh, schade, den hätten wir noch kriegen können. Dann wir drücken mal hier durch. Zack. Könnten jetzt eigentlich direkt runtergehen zum Beispiel. Hier haben wir eine Jax Botlane. Jax gegen Ryze Botlane. Ich finde ADK ist gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum sich alle so krass dagegen wehren. Verstehe ich wirklich, beim besten Willen nicht. Vielleicht ist Lucian hier am Red Buff. Ich habe leider, obwohl... Also ich wollte sagen, ich habe kein normales Ward, aber ein Control Ward tut auch den Job. Nicht da reinlaufen. Oh, ich habe ihn nicht gegrabt. Komm schon. Grazie. Jetzt nehmen wir das Ding hier noch mit. Das ist auf jeden Fall meiner. Da brauchst du jetzt hier nicht pingen oder so, Bro. Also den habe ich mir ja wohl erkämpft hier. Jetzt können wir nochmal Botlane gehen. Ich meine, da hätte ich jetzt... Ah, Bro! Bro. Na, okay, jetzt ist schon nichts. Dann gehen wir jetzt in die Midlane. Ahri fehlt. Ganz, ganz wichtig. Ich wollte schon sagen, nicht hier durchgehen. Ne? Da hätte sie locker sein können. Das wäre gefährlich. Weil sie hat jetzt Ultimate. Ich habe keine Ultimate. Was Runans geht. Runans angeht. Ich werde immer so oft gefragt. Ich verstehe das gar nicht. Die Leute fragen mich immer, Tobi, was spielst du mit für Runen? Also, ich habe permanent die Runenseite offen. Jedes Game. Ich finde das einfach irgendwie angenehmer als diese Seite. Diese Seite gibt mir nichts. Ja, ich sehe, ich habe 130 AD. Ich habe 64 Armor. Relativ uninteressant. So sehe ich immer so ein bisschen Feedback. Und sehe hier die Stacks von dem Ding. Ich finde ich einfach interessanter. Ja, aber ich habe so überlegt, ich spiele halt Gathering Storm und absoluter Fokus. Dadurch habe ich sehr viel AD und kann mit der Ultimate besser executen. So. Wir kaufen uns jetzt erstmal Damage. Ne? So muss das sein. Au. Kommen wir rüber? Das ist natürlich jetzt fies. Das ist fies. So, kaufen uns das Ding hier. Grazie. Wieder ab damit. Ich finde ja dieses Fischige, so dieses blubber, das finde ich richtig, das feiere ich. Das feiere ich komplett. Also, weiß ich nicht, da bin ich komplett dabei. Das ist einfach meins. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Oh, wir sind schon 3-1, haben nur keine CS. Ah, wir können mal gucken. Ich habe auch überlegt, wie wäre es denn, wenn man Kayle Botlane spielt? Das wäre eigentlich der perfekte Champion für die Botlane, ganz ehrlich. Kayle wäre direkt stark, weil sie keine Crit-Items bauen. Scaled aber unglaublich gut ins Late Game. Warum spielt keiner Kayle Botlane? Das ist perfekt. Sie ist quasi ein AD Carry, mehr oder weniger. Wir können oben ist Action, Leute. Da sind wir unterwegs. Wir sehen auch die Ultimate, die macht schon echt gut Schaden, ne? Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum Pike Midlane viable ist. Du hast auch wenig Damage, aber deine Ult macht halt einfach so unglaublich viel Schaden. Oh boy. Oh boy. Ja, da brauche ich, glaube ich, nicht mal. Und dann können wir nämlich jetzt hier oben ulten. Oh. Ich könnte da... Ah, da fehlt ein Millimeter. Ein Millimeter. Fängt... Oh, was? Der lebt. Lol, da hat er nochmal gereckt. Also grundsätzlich sollte man mit Pike immer alle Kills nehmen, die es geht. Weil dadurch einfach zwei Leute potenziell 300 Gold bekommen. Aber... ich habe sie gegrabt. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Aal. Ah, ich bin tot. Ein toter Aal, schade. Oh Mann, das ist echt fies. Aber gut. Wir gehen jetzt auf CDR-Schuhe, die mag ich ganz gerne. Weil wir sind ja doch irgendwie so ein... Ich meine, man könnte auch legit echt Armor Boots oder sowas gehen. Das wäre auch voll in Ordnung. Aber, ne? Wir wollen ja schön viele Ultimates haben. Und im Teamfight müsste man eigentlich so spielen, dass man die ganze Zeit, glaube ich... Nicht, dass man direkt All-In geht, sondern man muss so ein bisschen warten und am Ende, glaube ich, zuschlagen. Mit der Ult, bam, 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 bam. Ich hatte letztens ein Game, da hatte ich diesen Pike Toplane, von dem ich vorhin gesprochen habe, so ein bisschen kurz. Und der war wirklich gut, der hatte 65% Winrate auf Pike Toplane in Platin irgendwo, Platin 3 und also irgendwie sowas. Und der hatte halt auch die ganze Zeit gewartet bis zum Ende des Teamfights und hat dann das Quadra-Kills des Todes daraus gehauen. Also es ging schon absolut sahnig ab, kann man sagen.
Wir können jetzt mal, wir pushen einen durch und dann gehen wir Botlane. Dann haben wir auch wieder Ultimate. Dann mit Tiamat, hier ganz nett. Einmal die Kühe durch, zack, einmal die Eder durch. Hammer mit Leben. Das ist absolut in Ordnung. Und jetzt ahlen wir uns runter. Können natürlich den Red Buff hier gleich nochmal warden. Der Red Buff, ich bin so, ich... Die Gegner schon Jungler beim Red Buff töten ist einfach eine unglaublich gute Strategie, Leute. Würde ich jedem empfehlen. Habt ihr ja vorhin bei Lucian gesehen. Da ist er übrigens gerade schon wieder. Ich bin unterwegs. Hier, Leute. Oh, hier oben ist Lucian. Der springt jetzt gleich weg, ist das Problem. Deswegen machen wir das so. Ha! Der dreckige Ün. Den zum Beispiel hätte ich jetzt ulten sollen. Hätte ich 300 Gold bekommen. Aber ich wollte meine Ult jetzt nicht verwenden. Weil vielleicht geht hier noch was, ne? Das ist Ari. Ich bin ein Aal. Oh, Mann. Aber das ist auch das Coole an der. Ops, klopf. Oh, was? Das hat nicht getroffen. Oh, was? Oh, Mann. Schade, okay. Manchmal bin ich da doch ein bisschen zu voreilig mit der Ult. Ich habe die Ult zwar nicht getroffen, aber ich habe trotzdem die Coin bekommen. Ich glaube, wenn du in der Animation drin bist schon, auch wenn du keinen Schaden damit machst, krieg ich die Coin. Ich verstehe das gar nicht. Warum krieg ich denn die Coin eigentlich? Aber ist okay. 274 Gold. Das nehme ich an. Das nehme ich an. Wie viel brauchen wir für Draktarblade? 1,450. Ja gut, ein bisschen Geld fehlt mir. Das ist jetzt unglücklich. Dann machen wir noch eine Wave, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Das Ding ist, wenn du halt einen Champion spielst, wo du einfach richtig Lust drauf hast, dann bist du mit dem, glaube ich, besser, als wenn du einen Champion spielst, auf den du gar keinen Bock hast. Also sagen wir, ich bin sau der gute Zed Midlane, aber ich habe gerade gar keinen Bock auf Zed. Und Pyke ist jetzt nicht so geil in der Mitte vielleicht, aber ich habe richtig viel Bock auf Pyke. Dann gibt man sich halt viel Mühe damit, ne? Also, ja, Energie, Lust und Laune ist schon immer was Wichtiges. Dark Tablet ist jetzt da. Wir ahlen uns wieder nach vorne. Blubber, 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 blubber. Mal kurz auf den Desktop gesprungen. So, dann gucken wir mal. Wem müssen wir töten? Jax ist auf jeden Fall 3-2. Der ist an seinem Trinity dran. Wäre... Die W ist halt auch irgendwie sau stark, weil du Pyke nie in die Finger kriegst. Irgendwie. So, wir pushen... Oh, Toplane ist Action. Ich glaube, die... fokussieren wir uns jetzt auf den Turm. Wir nehmen erstmal den Turm hier. Denn Türme sind das Elixier des Lebens. Eigentlich zum Braum hier an. Kriegst du Braum, bist du Braum. Oh, was? Ich habe den legit dreimal tot gesehen. Legit. Also ja, ich ulte immer sehr früh, muss ich sagen. Ich ulte wirklich sehr, sehr früh. Aber ich dachte, das Ding ist, ich versuche immer passend so den Damage einzurechnen, der gleich kommt. Das heißt, er kriegt jetzt gleich 50 Damage, dann kann ich schon mal ulten. Der hat sich durch irgendwas geheilt, Alter. Das war jetzt echt fies, Mann. Das war richtig fies. Wollen die mich hier abfacken? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob die das können. Ah. Heilen, zack, sind wir wieder bei 50%. Ah, komm schon. Nice. Schön. Na, schön, schön, schön. Also mit der Ult, da muss ich echt üben, besser umzugehen. Manchmal verkacke ich die Ult wirklich. Und den Wurm angemacht. Wir haben gleich keine Ult, nevermind. Wir haben gleich keine Ult. Na, die Ult, die mache ich, ja, da muss ich üben. Aber ich denke, das Einkalkulieren ist schon wichtig, ne? Man kann natürlich auch warten. Ja, noch ein bisschen, ne? Aber das ist ja... Der muss genau spicy, genau in dem Moment, wo der droppt, muss das kommen. Genauso wie beim Baron, ne? Du machst ja beim Baron... Willst du ja nicht smiten, wenn er auf 800 Leben droppt, weil wenn du dann smitest, Reaktionszeit und so dazu gerechnet, dann hat er ja schon 600 AP. Du willst ihn ja genau dann, wenn er auf 800 kommt, smiten, zum Beispiel. So, wir kaufen uns Schwerter. Ja, Schwerterabend ist immer gut. Dann gucken wir mal, wie viel wir exekuten. Na, guckt euch den mal an, Alter, den Lucian. So, wir kaufen uns jetzt hier schön das Ding hier. Na, und jetzt gucken wir mal. Hier, 40%. Lucian kommt jetzt gleich. Dem ziehe ich schon 55% nur mit der Ult ab. Jetzt kann ich ihn executen. Komplett GG, Alter. Wird ja auf dem PvE ein bisschen genervt, aber ich glaube, mit den aktuellen Changes würde ich schon stärker sein mit der aktuellen Items. Ich bin unterwegs, Leute. Almost. Hat sie noch Ult? Ne, hat sie nicht. Ich glaube, boah, die sind aber auch teilweise low, du. Ähm.
1. 2. Wir suchen noch was. Ich bin ein Wurm. Ein glitschiger, aber nur einer am Leben. Scheiße, er ist gut. Da muss der glitschige Aal jetzt ganz, ganz schnell auf die Botlane runter. Das wird nichts. Selbst wenn ich da ankommen würde, noch rechtzeitig, den würde ich nicht killen, Alter. Okay! Bro! Schön! Schön. Habe ich ihn zwar nicht mit der Ult gekillt, aber ich habe mit der Ult. Die Ult macht ja auch Damage, ne? Geile Meile, kann man das sagen. Schön, schön, schön. Ja, ich glaube, wenn halt Leute für dich ganken, dann ist es halt fast safe, ne? Du, wenn irgendjemand ein CC für dich hat zum Beispiel, dann springst du einfach nur noch durch, machst deine E, machst deine Q. Und auch andersrum kannst du halt vielleicht auch halt E plus Flash, also du hast richtig viele Möglichkeiten, den Gank vorzulegen. Ich würde es trotzdem nicht empfehlen, ne? Ich würde es nicht empfehlen, aber geil ist es. Also es macht Bock und ich habe echt gute Erfahrungen bisher gemacht. Wobei das Early Game gegen manche Matchups echt eklig ist und die drücken dich hart rein, du kriegst wenig CS und 12 PSGG. Vor allem im Late Game, du hast gar kein... Ich glaube, ich würde sogar echt gucken, ob ich Pyke mal wirklich versuche, auch höher zu spielen. Ne? Aber... Im Late Game hast du wirklich gar nichts. Du musst hart snowballen. Das ist, glaube ich, sowas wie gerade die Bruiser Botlane Meter. Ne? Du musst... Late Game bist du einfach over. Also, nicht over, aber... Dein Ult ist geil, aber du hast halt kein Wave Clear. Gar nicht so. Also im Late. Ne? Du kannst nicht einfach da reingehen. Schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich bin ein Wurm! Ein Toter. Naja, gibt es auch immer Leute, die sagen, ja, Fizz hat guten Wave Clear. Hat er nicht. Im Early Game ist okay. Aber du kannst, wenn nachher 5 Leute hier an deinem Turm stehen, kannst du den nicht einfach mit der E reinspringen und die Minions clearen. Das geht halt nicht. Na, mit Pike kannst du auch nicht hingehen und einen Q machen. Dann bist du instant tot. Na, das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Ist auf jeden Fall wichtig. Ah, das sieht lecker aus. Sehr lecker. Leider bin ich nicht da. Lucian Jungle ist auch interessant. Tatsächlich. Ah, die wird sterben. Wohl. Doch, die werden alle sterben. All men must. Oder? Na, okay. Never mind. Oh Mann, die sind alle low. Das gibt's ja gar nicht. Überall, überall, alle. Entweder ich gehe jetzt für den da. Ich bin ein Aal, aber ein langsamer. Ein langsamer Aal. Oder da. Na. Ich habe gleich eine W. Das könnte was werden. Let's go. Das könnte was werden, Leute. Könnte. Komm schon. Na, na, nee. Ich meine, ich müsste rein theoretisch schneller sein. Die Frage ist, ob er gleich nochmal jumpen kann. Und die andere Frage wäre, wann sind seine Teammates da? Ha! 9000 Millionen Damage. In dein Gesicht. Jetzt ist hier Silien, nicht Silien, irgendwie Braum. Kriegst du Braum, kommt hier auch noch. Weil ich habe noch meine Ult ready und hätte dementsprechend auch... Ah, ich bin tot. Das ist okay, da kann ich mit leben. Silien Ult! Oh! Und jetzt ahlen wir uns einfach davon, weil ich ein Aal bin. Ein ahlender Aalfisch. Also, Aal, blub, 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 blub. Ich lebe, ich lebe, ich... Oh, ich... Ja, schade. Ja, das war ein bisschen deep, ne? War, also, ich hätte auch escapen können. Ich hätte einfach wegahlen können, aber ich bin halt so... Ich dachte, da geht noch was. Ich wollte ja auch meinem Buddy helfen. Ich bin immer der, der immer noch mal versucht zu helfen. Dem Silien hier so ein bisschen. Aber nun gut. Der ist auch RIP. Oh, lol, der hat Minion angegriffen. Ich bin gerade wirklich hart am Überlegen, auf welchem Champions Hail of Blade wirklich gut sein kann. Die Rune, wo ihr mehr Attack-Speed für die ersten Auto-Attacks bekommt. Ich glaube... Für Diana, wo viele sagen, ich glaube, Diana ist Müll. Ne? Weil da willst du einfach Electrocute drauf, Bam, Tod, Assassine. Aber ich glaube, für Kay könnte die Rune echt gut sein. Im Late Game, klar, ist Lethal Tempo einfach viel, viel geiler. Weil es einfach 3 Sekunden, du kannst permanent durchsmashen, nicht nur für 3 Attacken. Aber 3 Sekunden hält das nur? Also Attacking a Champion sogar auf 6 Sekunden, okay. Ne, das ist auch nicht verkehrt. 6 Sekunden kannst du super durchsmashen. 3 Sekunden hätte mich auch echt gewundert. Und du kannst halt so in der Laning Phase wirklich poken. Bam, bam, bam. Geht's wieder zurück. Bam, bam, bam. Das ist schon, glaube ich, ziemlich gut. Games gehen gerade eh nicht so lange. Maybe, baby, sage ich da. Das ist ein Wort. Nehmen wir mit. Den können wir auch mitnehmen. Zeig. Zack, 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 zack. Könnt mir ja gerne auch droppen, ob ihr auch schon ein bisschen Pike Midlane gespielt habt. Wie gesagt, ich würde es euch empfehlen, erst in den Normal zu testen.
falls ihr da Bock drauf habt. So, dann gucken wir mal, was wir machen können. Ich würde halt gerne mal einen Teamfight machen, wo ich richtig krass durchulte. Da würde ich mich sehen, Leute. Da würde ich mich sehen. Aber gut. Ich unterschätze sie eh auch immer komplett. Ich denke so, das ist so ein kleiner Jump, der macht nicht viel Damage, aber der ist echt gut. Der ist not bad. Na, schade. Schade, 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 schade. Ich bin ein Aal, ein Aal. Jetzt warten wir auf den richtigen Moment und gehen gleich rein und töten alles. Wir machen mal so richtigen, ja nicht Abstaub, aber... Na? Ah, da gehe ich lieber raus. Ich bin doch ein bisschen heiß. Die können wir aber snacken. Zack. Botlane ist Action. Ich glaube, der schafft das nicht, der Ryze, oder? Gucken wir mal. All Eyes on Ryze. Oh, bin da. Das schafft er sogar fast alleine. Aber ich bin da. Ich bin da. Zack. Also dafür ist natürlich Tiamat gut, ne? Brauchst keine Vision, kannst direkt draufkloppen. Geil. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Tiamat ihn direkt killt, aber... Es war klar, dass er hier unten stehen bleibt, weil er nochmal Counter-Engagen will auf Ryze. Das war offensichtlich. Dass er nicht wegrennt. That was pretty, pretty obvious. Da oben ist noch ein Lucian. Den würde ich gerne nehmen. 40% CDA ist auch geil. Der ist gerade Action, aber... Oh, der sieht schon lecker aus, du. Lego, 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 Lego. Frage ist, ob der hier irgendwo jetzt zurückkommt oder... Oder nicht. Sieht schlecht aus. Na, na, ich komme, ich komme, ich komme. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Oh, was? Das hat nicht getroffen, wirklich? Oh. Okay. Hat er es dann echt nicht getroffen? Also, wenn ihr diese Combo macht, übrigens. Also, was heißt Combo, aber? E und dann wirklich am allerletzten Moment hinter dem Gegner flashen. Ich glaube, ich habe vielleicht sogar zu spät geflasht oder irgendwie nicht ganz dahinter. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir standen beide ineinander. Aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht, bin zu früh geflasht und flashen die Gegner auch und so Geschichten. Deswegen wirklich immer beim allerletzten Millimeter flashen. So, wir kommen jetzt nochmal fix ein bisschen AD. Was kommen wir jetzt? Edge of Night? Nein. So, wir sehen unsere Ultimate, Leute. Na, das ist schon absolut saftig hier. Ne? Guckt euch Ari, 50%. 50%. Nehmen wir an, die stehen beide nebeneinander. Ari und Lucian. Ich execute den einen und dann kann ich direkt den anderen executen. Das ist krass. Sogar bei Fiora sind es 40-50%. Wir müssen aber aufhören, retarded zu sein. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Ich bin unterwegs. I'm on the way. Ah, ja, noch ein bisschen. Zack. No! Why you do this? Bro! Why you do this? Was wollt ihr denn machen? Nee. Oh man, das war mein Kill. So, lass mal gucken, dass wir das Ding hier mal ein bisschen closen, ne? Also wenn ihr natürlich, ich bin jetzt sehr killfixiert, weil ich es halt so ein bisschen ausreizen will. Aber ihr solltet natürlich gucken, wenn ihr wirklich gerne gewinnen wollt, spielt nicht so greedy wie ich. Ich merke jetzt gerade auf meinem Main, ich spiele da echt defensiv teilweise mit Talon und Diana. Diana. Das bedeutet, greedet nicht für ihren Kill, versucht nachzudenken vor allem. Ja, nicht das, was ich jetzt mache, das ist dumm. Und geht für Türme. Geht für Türme. Mann, so ein Game ist echt immer noch legit easy snow, Slower. Komm ich raus? Wäre geil auf jeden Fall. Wäre übel geil. Wäre übel. Wär, ich meine. Oh Gott, ich. Also. Ich meine, ich force es super hart, ne? Dass ich hier alleine oben bin oder mehr oder weniger mit Zilean zusammen. Das halt echt dumm. Nun, solche Sachen passieren halt auch bei euch im Ranked. Weil ihr denkt, ja, ihr seid stark, ihr könnt Bonn versus sowas, ihr könnt pushen, ihr könnt dies, ne? Und dann machen die Gegner auf einmal Baron und ihr verliert das Game. So, wir kaufen uns jetzt... Ich glaube, ein GA wäre das Geilste. Ja, ist sehr, sehr gut auf Pike. Gibt euch Rüstung. Scaled wunderbar mit der hohen Base-AP, die er hat. Ah, der ist zurück auf jeden Fall. Kayle hätte ich auch nochmal Bock. Ich liebe Kayle. Ne, eigentlich nicht, aber... Also ich mag Kayles Ultimate richtig krass. Aber, das Problem an Kayle ist halt, dass sie so langweilig zu spielen ist. Ich glaube, wir müssen uns jetzt echt mal beenden hier. Sonst. Einmal ordentlich Teamfight. Oh Gott, der macht aber auch Schaden. Nice, nice, nice. Ich bin unterwegs. Oh, ich bin unterwegs.
Kann ich das anmachen, wenn ich dich im Blubbern bin? Ja, kann ich, aber das wird nichts bringen. Oh, die, hier ist rübergegangen, die Ari. Das ist schon wieder so eine Greed-Aktion, aber diesmal sind sehr, sehr viele Leute von den Gegnern tot. Also, die Chance. Oh, nö. Schön. Na, an sich hatte ich unglaublich wenig Schaden für den Trade. Also relativ wenig, ne? Ich hab meine E verfehlt. Ich hab nur meine... Ich hätte erst ein Auto-Tag oder Tiamat oder irgendwas ein bisschen früher benutzen müssen, dann ulten. Schade. Gott, ich sterbe aber auch die ganze Zeit jetzt gerade. Vielleicht können wir uns gleich einen BF-Sort kaufen. Ne, also was ich sagen möchte, eigentlich hat dieser Champ wenig Schaden, aber die Ultimate ist halt so für zwei Spells. Irgendwie. Ich meine, wie viel Schaden macht die? 505. Wir haben jetzt sau viel AD, müssen wir sagen. 545 plus 183. Wobei die 545 wären immer da, ne? Für einen Stufe 2 Spell, wobei der mit Level skaliert, ne? Also, wenn ihr Level 11 seid, dann ist es ein bisschen tiefer. Aber schon nicht verkehrt. Und wir haben auch einfach 1200 Gold geschert schon. Das heißt, wir haben insgesamt 2400 Gold bekommen. Unser Team. Krass. Aber wir müssen jetzt mal, Guys, let's go mit together. Ja, dann machen wir mal ordentlich hier. Nicht den ganzen Pumpel-D-Hampel-D. Weil das können wir auch echt noch verlieren. Also, nee. Ich glaub nicht, dass wir das verlieren können, ganz ehrlich. Wir haben echt ein saugutes Team. Krasses Late-Game, krasses Late-Game, krasses Late-Game, krasser Spieler, Kappa. Ja, also das können wir, glaube ich, wirklich nicht verlieren. Wobei, Lex schon eklig ist, aber der alleine kann das nicht carryen. Kann er nicht. Ich hätte gerne noch Baron BF Sword. Lass einfach Mitte gehen, Leute. Ich meine, okay, wir können auch Baron machen, aber... Ja, okay, hier, Leute, wenn die Leute... Ist egal, welcher Call besser ist. Nehmen wir an, der Call hier wäre besser gewesen. Ihr macht den Call, also ist er nicht, aber die waren beide gleich. Also nee, eigentlich war Baron schon besser, wahrscheinlich, aber... Ihr macht den Call... Wo alle hingehen. Ein schlecht ausgeführter Call oder ein schlechter Call, wo alle mit bei sind, ist immer noch besser als ein Kack-Call. Ein guter Call, wo keiner da ist. Ich bin irgendwie genockt ab, dass die perfekte Situation hier gerade war. Nö, Alter. Oh Mann, das war mein Moment, Alter. Das war so 100% mein Moment zu scheinen, aber ich wurde von irgendwas gestunt, geslowt. Das war die Braum-Ult. Oh Mann, das macht mir jetzt innerlich wirklich sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Sehr traurig. Ich rieche Pizza. Sehr traurig. Ja. Da kann hier jemand angeln. Zack. Ich bin schon wieder gecharmt. Aber. Der ist RIP. Wir machen mal die W an, dann heilen wir uns mal fix ein bisschen. Der Heal ist wirklich krass. Guck dir das an, ich war gerade fast tot. Zack, bin ich wieder voll. Oh, den hätte ich gehabt. Ja, damit war es jetzt die Runde. Ich glaube, es war mein erstes Promo-Game, was ich jetzt gewonnen habe. Ja. Können wir ja gerne droppen, ne? Wie gesagt, Item-Builds, was ihr vielleicht sagen würdet, was cool ist. Und auch so meine Meinung, die ich in dem Video gedroppt habe, eure Meinung dazu. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.